Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute wollen wir uns eine ganz besondere Mod anschauen, nämlich die Expanded Path Pylons and Fences Mod, wobei es sich jetzt erstmal nur um die Wege handelt. Die Pylonen und Zäune sollen dann noch in weiteren Updates kommen. Wenn ich das hier öffne, dann seht ihr schon, da hat sich einiges getan. Das ist das Wegemenü. Sind viele neue Funktionen hinzugekommen und auch viele neue Wege. Ich habe übrigens gerade die Mixed Errors Mod zusätzlich noch installiert, deswegen haben wir hier die Jurassic Park und die Jurassic World Wege. Das hat auch alles gut funktioniert, denn die Mod ist super kompatibel. Also das funktioniert echt einfach mit dem Installieren, aber da kommen wir am Ende des Videos nochmal genauer zu. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was diese Mod alles so mit sich bringt. Ihr seht schon, wir haben einige neue Wege. Erstmal natürlich alle ganz normalen Wege hier. Die wir kennen, das sind die aus der Jurassic Park Ära, die drei. Dann haben wir hier ganz normal die Jurassic World Wege. Da platziere ich jetzt mal die ganz dicken nicht, wobei, auch können wir mal eben machen. Nehmen wir uns die Zeit. Ah, jetzt kommt noch Platz, machen wir mal hier weiter, das macht ja nichts. Und dann kommen jetzt zusätzlich noch so schmale Wege dazu. Also das hier ist die normal schmalste Breite, diese hier. Und dieser schmale Weg kommt jetzt auch noch dazu. Finde ich ziemlich cool. Damit kann man sich dann ordentlich austoben. Den gibt es dann soweit auch in allen Farben. Zum Beispiel da auch nochmal ein schmal. Das ist schon nice, ne? Einen schmaleren Weg zu haben. Also da hat man dann richtig viele Möglichkeiten. Aber das war es noch lange nicht, Leute. Aber wir testen jetzt erstmal, ob diese schmalen Wege überhaupt funktionieren, würde ich sagen. Wir holen uns mal ganz schnell so einen Eingangsbereich. Und dann geht's los. Ich habe jetzt hier ein bisschen was errichtet. Einmal so ein Ankunftspad und ein kleines Gehege, damit auch Besucher ankommen. Kommen, glaube ich, gerade sogar schon geflogen. Aber in der Zeit, wo die jetzt landen, bereiten wir mal noch was vor, was ich euch unbedingt zeigen möchte, was ein mega Highlight ist. Denn es gibt hier auch noch neue Wege, nämlich unsichtbare Wege. Das ist richtig cool. Die kann man jetzt zum Beispiel durch so einen Wald führen. Und da sollten die Besucher dann auch ganz normal langlaufen können. Die entfernen auch nur die Bäume und nicht diese Pflanzen hier. Wir testen das gleich mal. Ich bin echt gespannt. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich habe es nur auf Screenshots von der Mod-Beschreibung gesehen. Machen einfach mal hier so einen Turm hin, würde ich sagen. Jetzt ja egal, wie es alles aussieht. Hier schön bauen, darauf kommt es ja nicht an. Es geht ja eher um die Funktion. Ist teilweise ein bisschen schwer dann zu erkennen, wo der Weg ist. Aber man kann ja einfach hier unten Sätzen machen. Ah, guck mal, dann sehen wir das. Da vorne ist der Weg. Connecte das jetzt mal. Und dann testen wir mal, ob die Leute da wirklich durchgehen. Da bin ich echt gespannt. Da sind unsere ersten Gäste. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich hoffe, die laufen jetzt nicht einfach stumpf hier rüber. Die laufen tatsächlich in die Mitte. Und auch auf dem Weg. So ein bisschen ist er jetzt rübergekommen, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Bei. Aber bei dem Weg kommt er auch rüber. Okay, das finde ich aber nicht schlimm. Ich finde es cool, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, hier solche Wege zu benutzen. Das ist echt spannend. Ich freue mich schon, wenn ich diese Mod dann auch noch installiere bei meinem aktuellen Parkbauprojekt. Dann haben wir nämlich noch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Jetzt wird es gleich spannend. Jetzt kommt der große Moment. Der unsichtbare Weg, funktioniert er? Ja, er funktioniert. Oh mein Gott, ist das cool. Da hinten laufen auch schon Leute. Das ist einfach unglaublich cool. Wie gesagt, bei dem Weg verschwinden halt nur Bäume, wenn man den platziert. Diese Büsche und sowas bleiben. Dann hat man da auch noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Macht zwar nicht so Sinn, die Leute in so einem hohen Gras laufen zu lassen. Aber obwohl, wenn man so eine Raptor-Szene nachstellen will, dann kann man die auch mal im hohen Gras laufen lassen. Das ist schon ziemlich cool. Ich wollte aber noch was hier vorne ausprobieren. Nämlich nochmal diese unsichtbaren Wege. Die zählen ja auch als Gebäudeverbindung. Dann kann man das Ganze nämlich einfach dafür benutzen, wenn man mal ein Gebäude ohne Weganbindung irgendwo stehen haben will. Zum Beispiel einfach hier so eine Brutstätte. Und dann kann man das einfach mit so einem unsichtbaren Weg verbinden und dann funktioniert die. Als nächstes haben wir hier noch drei weitere Wege. Nämlich solche Dirtwege. Wie das aussieht. Die kann man natürlich auch ganz normal platzieren. Das hier ist jetzt die schmale Variante. Dann haben wir hier noch eine
etwas breitere Variante. Und ich glaube, hier schon die Wegverbindung zum unsichtbaren Weg. Und das dürfte dann... Ach nee, das ist eine Variante mit Lampen sogar. Das ist ja cool. Will ich hier nochmal eben austauschen. Bin ich jetzt ja mal gespannt, ob das Ganze funktioniert. Mit den Lampen finde ich ja mega nice. Das ist dann einfach wie bei dieser Jeep-Strecke. Beziehungsweise bei dieser Jurassic-Tour-Strecke. Bin jetzt mal gespannt, ob die da auch gleich langlaufen. Aber sollte eigentlich keine Probleme geben. Ah, Leute, ich habe gerade nochmal nachgelesen. Momentan gibt es noch einen Bug, dass diese Dirt-Wege nicht direkt an Gebäude verbinden. Wird aber dran gearbeitet. Das heißt, das zählt hier leider nicht als Wegverbindung, so wie es aussieht. Muss ich wahrscheinlich einmal so machen. Bin jetzt trotzdem gespannt, ob die Leute denn schon da drauf laufen können. Weil ansonsten wäre das ja nicht so sinnvoll. Schade, schade. Aber das kommt hoffentlich noch. Wäre halt mega cool für begehbare Gehege sowas zu haben. Also aktuell scheinen die das noch nicht als Weg benutzen zu wollen. Problem ist, wenn ich den Weg jetzt entferne, dann haben die ja wieder gar keinen Grund, da überhaupt hinzugehen, weil da kein Gebäude ist. Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten. Falls sie den doch noch benutzen, dann zeige ich euch das. Aber aktuell sieht es nicht danach aus. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Dann wird es wahrscheinlich auch ähnlich sein bei den nächsten Wegen, denn wir haben hier noch einmal diese Schienen. Die haben wir noch. Oh, vielleicht kann man damit so einen Durchgang machen, aber in der Mod-Beschreibung steht, dass das noch nicht funktioniert. Soll noch kommen. Oder dazu kommen wir auch später noch, was noch alles geplant ist für diese Mod. Das ist aber cool, ne? So ein Übergang, um einen Fußweg zu haben. Aber als Laufweg scheinen die das nicht zu benutzen. Schade, schade. Und dann haben wir sogar noch die andere Variante davon. Die kann man auch platzieren. Das sieht dann so aus. Das ist so verdammt cool. Und dann als nächstes haben wir noch hier diese Schiene hier. Die kann man auch so platzieren. Ganz praktisch. Muss man da nicht immer ins Menü. Weiß jetzt nicht, inwieweit die halt geplant sind, was die machen sollen. Ob da auch Leute drauf laufen sollen, können sollen. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber diesen Dirtweg und so scheinen die nicht zu benutzen. Und auch diese Wege hier noch nicht. Das ist dann wahrscheinlich eher für so Übergänge. Ich werde das jetzt mal testen, ob das wirklich zählt schon als normale Schienenverbindung oder ob das jetzt momentan echt noch nicht funktioniert. Okay, Leute, das Ganze scheint noch nicht zu funktionieren, sonst hätte ich das hier verbinden können. Sehr schade. Testen wir es nochmal kurz mit der anderen Strecke. Wird aber dann wahrscheinlich auch nicht gehen, gehe ich von aus. Aber das soll noch kommen. Habe ich schon in der Mod-Beschreibung gesehen. Der Modder ist fleißig daran am Arbeiten. Ah, schade, geht noch nicht. Aber eine sehr, sehr interessante Sache haben wir noch vor uns, nämlich das hier. Das soll sowas wie ein Brückentool sein. Also damit soll man durch Wasser bauen können. Das werden wir jetzt testen. Oh, jetzt kann ich bauen. Oh, okay, der entfernt dann Wasser. Wie nicht im Wasser? Ich bin noch im Wasser. Crazy. Okay, das scheint auch noch nicht so richtig zu funktionieren. Ich glaube, das ist eher nur dafür gedacht, dass man ja so ein kurzes Brückenstück bauen kann. Oh, und dann kann man hier wirklich sogar durchs Wasser gehen, wenn man es richtig macht. Also, das Ganze ist noch nicht ganz so ausgereift. So sieht das dann aus mit der Wegverbindung. Hat aber jetzt auch erst beim 5. Mal oder so geklappt. Hier hat es die ganze Zeit nicht geklappt. Da wurde einfach das Land komplett angehoben. Und ich glaube, das zählt auch gar nicht als richtige Wegverbindung. Denn wenn ich das hier wegmache, dann sind hier wieder zwei Gebäude weniger verbunden. Also es scheint noch so ähnlich zu sein wie diese Dirtwege. Also gehe ich auch mal davon aus, dass die Besucher das erstmal leider noch nicht benutzen. Aber das geht ja schon mal in eine interessante Richtung, ne? Vielleicht werden wir es dann bald, oder vielleicht wird es bald möglich sein, Brücken zu bauen. Naja, Leute, das sind die aktuellen Sachen, die durch diese Mod aktuell ins Spiel kommen. Ist schon eine sehr coole Sache. Also da sind viele praktische Sachen dabei. Gerade die unsichtbaren Wege, dass die hier schon funktionieren, finde ich mega gut. Da könnte man sich dann ja auch einfach seinen eigenen Dirtweg im Zweifel draus machen. Und der funktioniert dann. Kann man dann ja einfach hier anpinseln. Und der würde dann ja auch funktionieren. Dann laufen die Leute da drauf. Das sieht dann auch schon sehr, sehr cool aus. Ich hoffe natürlich noch, dass die Sachen, die noch nicht funktionieren,
in Zukunft gepatcht werden. Und ich habe schon gesehen, es sind einige weitere coole Sachen geplant. Nämlich unter anderem, dass man Wege durch Zäune platzieren kann. Dann würde da einfach so ein Tor reinkommen, wie bei der Jurassic Tour. Hier, so ein Tor würde dann da hinkommen. Und dann würde der Weg halt hier durchführen. Dann könnte man wirklich begehbare Gehege bauen. Der ist auch schon fleißig am Entwickeln. Er hat schon ein Video gepostet in dem Mod-Beitrag, wo er die Mod gepostet hat. Also er scheint schon gar nicht so schlecht zu funktionieren. Und das gleiche auch noch mit solchen Schienen, dass man da Wege durchbauen kann. Also in der Art, wie es jetzt hier der Fall ist. Und das Ganze dann auch funktioniert. Dass sozusagen die Leute wirklich dann darüber laufen können über die Schienen und dass dann so ein ja quasi Schienenübergang gibt. Ziemlich nice. Und jetzt könnt ihr das Chaos hier nochmal von oben sehen. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass diese Mod wahrscheinlich sehr, sehr kompatibel sein wird mit den meisten Mods. Denn man muss einfach diesen Ordner, den man darunter lädt, in OVL-Data reinkopieren. Also ihr müsst wirklich den gesamten Ordner reinkopieren. Der heißt, Moment, ich schaue es kurz nach, damit ich euch nichts Falsches sage. Der heißt EPPF. Den müsst ihr einfach komplett in OVL-Data ziehen und dann funktioniert das Ganze. Das heißt, es wird keine Datei damit überschrieben. Und deshalb sollte das Ganze eigentlich ohne Probleme kompatibel mit anderen Mods sein. Finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Und naja, Leute, das soll dieses kurze Vorstellungsvideo gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.